okay, lassen wir das, das ist wirklich albern. Aber es hätte wenigstens meine Haare versteckt. Hi Leute und herzlich willkommen zu einem Video, auf das ich mich schon so sehr freue. Jetzt mal ohne Witz, ich habe irgendwie im August schon daran gedacht, dieses Video zu drehen. Vielleicht sogar noch ein bisschen früher. Ich habe mir auf jeden Fall für dieses Jahr überlegt, dass es mal nicht um so teure materielle Geschenke geht, sondern eher um so Kleinigkeiten, die nicht teurer sind als 5 Euro. Manche von den Sachen kosten auch gar nichts. Und über die man sich vielleicht trotzdem genauso sehr freut wie über ein teures Geschenk oder wer weiß, vielleicht sogar noch mehr. Und ihr könnt super gerne mal als Videofrage in den Kommentaren beantworten, was ihr dieses Jahr unbedingt verschenken möchtet oder was euer allerliebster Lieblingswunsch dieses Jahr zu Weihnachten ist. Schreibt es in die Kommentare. Okay, die ersten Geschenke sind eigentlich noch ein bisschen eher so das Materielle, aber ich finde sie trotzdem sehr süß. Und zwar einmal eine neue Handyhülle. Wenn ihr die natürlich jetzt von so Marken wie Samsung oder Apple oder sowas kauft, dann sind die natürlich viel, viel teurer als 5 Euro. Aber die zum Beispiel, die ich habe, die hat 1,99 gekostet. Ich werde immer wieder auf Instagram gefragt, wo ich die gekauft habe. Die ist von Teliwhale. Und Handyhüllen, ganz ehrlich, ich würde die nie von irgendeiner Marke kaufen, weil es die im Internet und einfach auch in so Geschäften wie H&M und so für so viel weniger Geld gibt. Und meistens sehen die dann auch noch viel süßer aus. Und ja, ich verlinke euch sehr gerne mal ein paar Handyhüllen, die ich so gefunden habe, die ich sehr süß finde, in der Infobox. Die zweite Idee könnt ihr natürlich gestalten, wie ihr wollt, aber das ist so ein bisschen der Klassiker, finde ich. Und zwar so eine kleine Wellness- oder Beautybox oder so, die ihr eurer Mama oder eurer Freundin oder sowas schenkt. Und da könnt ihr natürlich jetzt auch Produkte reintun, die teurer sind als 5 Euro, aber das muss natürlich nicht sein. Und wenn ihr irgendwie einen alten Schuhkarton oder sowas nehmt und ein bisschen Krepppapier da reintut, dann sieht das alles schon wieder richtig, richtig cool aus. Und ich glaube, über sowas freut sich irgendwie einfach jeder. Geschenktipp Nummer 3 ist super, wenn ihr irgendjemanden kennt, der so diese süßen Starbucks-Getränke total gerne mag. Und zwar schreibt ihr dann einfach auf ein Blatt Papier so ein DIY-Starbucks-Getränk-Rezept. Davon gibt es tausende im Internet, ich schwör's euch. Googelt es einfach und es kommen 100 Millionen, tausende Rezepte auf euch zu. Und dann könnt ihr dazu noch super irgendwie so eine Flasche Sirup verschenken. Das ist ja sozusagen die Hauptzutat bei diesen Getränken. Ihr könnt die natürlich von Starbucks kaufen. Ich glaube sogar, das Original kostet ganz genau 5 Euro. Oder wenn ihr eine etwas günstigere Variante haben wollt, ich habe hier zum Beispiel so einen Karamellsirup von Aldi. Oder das könnt ihr auch bei Edeka kaufen, von dieser Marke hier. Und ja, dann ist das nochmal ein bisschen günstiger und es schmeckt ganz ehrlich total gleich. Geschenkidee Nummer 4 ist auch eine Verbindung aus etwas Materiellem und einem Gutschein. Und zwar habe ich mir überlegt, man könnte ja einen einzigen Nagellack verschenken. Und dazu macht man so einen kleinen Gutschein auf ein Röllchen Papier und bindet den irgendwie an den Nagellack dran und schreibt dann da drauf Gutschein für eine Maniküre. Und dann schenkt ihr das eurer Mama, eurer Freundin, wem auch immer. Und dann macht ihr wirklich von Anfang bis Ende so eine richtige Maniküre daraus. Das könnt ihr auch googeln, wie das funktioniert. Also vielleicht erstmal ein Peeling machen oder so. Dann irgendwie mit Unterlack anfangen, die Nägel richtig schön peilen. Oder vielleicht wollt ihr sogar irgendeine Art so Nail-Art-Ding ausprobieren. Das würde mich persönlich total freuen und ich glaube, das kann auch ein sehr, sehr lustiges Geschenk werden. Okay, die nächste Geschenkidee könnt ihr komplett kostenlos machen und ich glaube, wenn eure Eltern das bekommen, falls ihr noch zu Hause wohnt, dann werden sie sich extrem darüber freuen. Und zwar ein Gutschein darüber, dass ihr irgendeine Hausarbeit übernehmt, die ihr sonst nie machen müsst und die immer eure Eltern machen. Also irgendwie sowas wie Fenster putzen oder Auto waschen oder irgendwie sowas. Ich glaube, darüber kann man sich gar nicht freuen als Eltern, weil wer putzt schon gerne Fenster? Niemand. Deswegen, wenn ihr das macht, seid ihr der Held. Ich weiß gar nicht, wie ich auf die nächste Idee gekommen bin, aber ich finde, es ist eine richtig coole Alternative zu einem teuren Kinobesuch. Und zwar ins Planetarium gehen. Ja, ihr habt richtig gehört, ins Planetarium gehen. Ich war vor 3 Jahren mit meinem Bruder und mit meinem Freund im Planetarium und das war so, so cool. Das ist wie Kino, also da wurde uns eine Doku über das Weltall und so gezeigt und man hat nach oben geguckt und saß in einem Raum wie in einem Kino, nur fand das alles halt oben einfach statt. Und das war mega cool und wenn ihr jemanden kennt, der sowas eh interessant findet, dann ja, warum nicht? Weil ich sehr gerne Dinge sammle. Da habe ich auch die Eintrittskarte von damals noch aufbewahrt. Das ist am 12. Juli 2012 gewesen und damals hat das in Bochum 4 Euro gekostet. Also auch unter 5 Euro teuer. Die 6. Geschenkidee ist etwas, was ich euch schon einmal gezeigt habe, aber ich finde sie einfach so cool, ich muss sie euch noch einmal zeigen. Das sind diese Parfümzerstäuber zum Mitnehmen. Die gibt es im Internet ab 2 Euro. Ich verlinke sie euch sehr gerne einfach mal unten. Die sind so günstig und so praktisch und ich habe die einfach schon bestimmt 10 Mal in meinem Leben verschenkt, weil jeder freut sich darüber, egal ob Mädchen oder Junge. Die meisten besitzen ja irgendein Parfüm, das sie gerne mal mitnehmen, ohne halt die ganze Flasche mitzunehmen. Und die könnt ihr einfach hier reinfüllen und es funktioniert super einfach und ja, es ist sehr günstig und süß und es ist kreativ und sowas hat nicht jeder. Als nächstes etwas, was ich vor allem den Jungs unter euch empfehlen würde.
Mädchen stehen nämlich total auf sowas, habe ich das Gefühl. Zumindest stehe ich auf sowas. Mein Freund hat es mir nämlich mal geschenkt. Das ist ein Gutschein über ein Buch, das er mir von vorne bis hinten vorliest. Also ihr müsst ja nicht das Buch direkt kaufen, sondern einfach irgendein Buch nehmen, das ihr vielleicht schon zu Hause habt. Und dann liest man das einfach demjenigen vor. Wenn euch das ein bisschen zu schnulzig sein sollte, was ich sehr gut verstehen kann, ihr könnt auch noch einen DVD-Abend selbst organisieren und auch praktisch als Alternative zum Kinobesuch selbst bei euch veranstalten. Also kauft irgendwie so Popcorn zum selber machen und ein paar Snacks. Dann könnt ihr einfach in die Stadtbücherei gehen und euch irgendwas da so ausleihen. Bei uns zum Beispiel in der Stadtbücherei kostet das 1 Euro für eine Woche pro Film. Oder ihr geht in eine Videothek, falls es sowas überhaupt noch gibt. Ich weiß es nicht. Oder es gibt auch verschiedene Portale im Internet, wo man sich Filme einfach ausleihen kann für eine bestimmte Zeit. Und ja, ich habe 3 DVDs hier, die ich euch sehr empfehlen kann, die ich gerade zu Hause habe. Und zwar ist das einmal Tanz der Vampire. Mega, mega cool zu Weihnachten. Gucke ich immer um diese Jahreszeit. Frühstück bei Tiffany. Einfach weil, wer mag es nicht? Und außerdem Project X, falls ihr eine lustige Teenie-Action, alles geht den Bach runter, Komödie sehen wollt. Ich fand den Film einfach echt cool. Okay, die nächste Idee könnte ganz eventuell etwas über 5 Euro kosten, aber ich fand sie so cool. Ich wollte sie euch trotzdem mal erzählen. Ich meine, wenn man sich anstrengt, dann kommt man vielleicht auch auf unter 5 Euro. Und zwar nehmt ihr dafür einfach ein Blatt Papier, sucht nach coolen Rezepten und schreibt dann so ein ganzes Menü auf den Zettel. Und dann schenkt ihr das einfach der Person und kocht das später für die Person. Also wie gesagt, es könnte eventuell ein bisschen teurer werden, aber es ist trotzdem süß und essen muss schließlich jeder und ja, ich habe es selbst schon 2-mal meinem Freund geschenkt. Und die letzte Idee finde ich super süß für jemanden, der eh gerne Fotos macht, der gerne irgendwie auf Instagram unterwegs ist oder einen Blog hat oder so. Und zwar schenkt ihr der Freundin oder dem Freund einfach irgendeine schöne Modezeitschrift. Leider habe ich im Moment keine vernünftige Zeitschrift zu Hause und habe nur so ein Möbelprospekt-Ding hier. Und dann geht ihr die zusammen durch und guckt euch die Fotos an und dann versucht ihr das irgendwie so nachzustellen, geht vielleicht in den Wald oder verkleidet euch irgendwie zu Hause und macht halt einfach coole Fotos zusammen. Ich glaube, wenn jemand echt Spaß daran hat, dann kann das eine total lustige Beschäftigung für einen Nachmittag sein. Okay, meine Lieben, das waren die Weihnachtsgeschenkideen für dieses Jahr. Ich hoffe, das Video konnte euch ein bisschen inspirieren. Und vor allem hoffe ich, dass es euch nicht gestört hat, dass es halt diesmal keine großen, teuren Geschenke oder so waren, sondern halt eher so diese Kleinigkeiten. Und apropos Weihnachtsgeschenke, ich habe auch noch eine Kleinigkeit für euch, die ich diesmal auf Instagram verlosen werde. Und zwar ist das hier dieses eine kleine süße Kosmetik-Geschenk-Paket-Ding von Benefit. Das habe ich letztens zugeschickt bekommen und ich würde es sehr, sehr gerne jemandem von euch schenken. Also, falls ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, schaut unten in der Infobox, da ist der Link dazu. Und dann könnt ihr da teilnehmen. Da ist es nämlich sehr viel einfacher, Verlosungen zu veranstalten als auf YouTube. Und ja. Hier findet ihr jetzt nochmal meine letzten beiden Videos verlinkt und da können wir uns dann wiedersehen, falls ihr noch nicht genug habt und am Sonntag auch nichts Besseres zu tun habt, als YouTube zu gucken, so wie ich. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, macht es gut und ciao.